Hallo Elektronikfreunde, vor einiger Zeit erreichte mich eine Mail mit ein paar Fragen zu diesem Netzteil, welches ich ja in 2016 gebaut habe. In 2016 habe ich dazu auch das Video dann veröffentlicht, wie ich es gebaut habe. Und ich habe heute mal nochmal raufgeguckt. Das Video wurde 64.100 Mal aufgerufen, was für meinen kleinen Kanal natürlich wirklich super ist. Also nochmal vielen Dank für die Aufrufe. Und auch natürlich für die Fragen und auch Kommentare und Kritikpunkte. Ich will natürlich auf die Fragen eingehen, weil das wahrscheinlich die Sachen hier, die jetzt gleich kommen, die habe ich entweder im Video vergessen oder die sind nicht klar gewesen. Ich weiß es nicht. Also ich gehe einfach mal darauf ein. Bei den Fragen wird immer auf eine bestimmte Stelle im Video verwiesen. Das heißt, ich werde immer mal hier zum Netzteil jetzt die Kamera schwenken, beziehungsweise dann zum Laptop, um dann mal kurz zu zeigen, um was es ging. Die erste Sache war bei Zeit 16:10 im Video. Da will ich mal kurz rüber schwenken. Das ist also hier das Video bei der Zeit 16:10 oder 16:09. Und die Frage war, hier sind ja die beiden Bauteile, die ich da abgelötet habe, nämlich die beiden MOSFETs hier an dieser Stelle, an diesen beiden Stellen. Wie habe ich die abbekommen, ohne dass ich mir Brandblasen geholt habe an den Fingern? Ja, bekommt man sowas ab? Mit sehr viel Lötzinn zunächst und mit einem guten Lötkolben, der besonders diese Flächen gut anheizen kann, sodass man das dann mit einer Zange oder mit einer Pinzette wirklich abhebeln kann. Es ging eigentlich. Also es war kein Problem. Brandblasen habe ich mir nicht geholt. Also mit entsprechendem Werkzeug. Das ist immer ganz wichtig, wenn man sowas macht, dass man einfach ein vernünftiges Werkzeug irgendwie hat. Also einen guten, starken Lötkolben mit einer relativ breiten Spitze. Lötzinn nochmal raufballern und dann abhebeln. Das merkt man dann, dass sich das nach und nach löst. Dauert also ein paar Sekunden, bis sich das Bauteil dann wirklich ablöst, aber es funktioniert ganz gut. Bei der nächsten Frage, da bezog sich dies hier auf die Zeit 18:10 bezüglich des Kühlkörpers, den ich hier oben eingesetzt habe, nämlich wie habe ich den eigentlich dimensioniert, und da will ich mal kurz nochmal hier in das Gerät zeigen. Den Kühlkörper musste ich ja hier austauschen, weil mir das Modul ja kaputt gegangen ist während des Lasttests. Und ganz klar, den habe ich jetzt nicht so dimensioniert, aber wenn man sich mal die Größe anschaut von dem Originalkühlkörper, von dem Modul und diesem Kühlkörper plus einer Lüftung, die ja hier auch noch vorhanden ist, dann sollte der eigentlich ausreichen. Das war also keine Berechnungssache. Es war auch also sozusagen theoretisch nichts dahinter, sage ich mal. Sondern ich dachte mir, okay, der ist also wirklich groß genug und mit einer Lüftung sollte das ausreichen. Außerdem hatte ich den auch noch in der Kiste zu liegen, sodass ich den einfach da eingesetzt habe. Und von der Größe her passte der auch ganz prima. Also ich habe also den weder zugeschnitten noch sonst irgendwas. Ich habe nur die Löcher gebohrt für die MOSFETs. Ansonsten passte der wirklich hier optimal rein. Die nächste Frage, die gestellt wurde, war hier zum Zeitpunkt des Videos 21:10. Dort schreibt mir der Zuschauer eben, dass ich gesagt habe, es ist alles isoliert, also die MOSFETs sind hier isoliert angebracht, und er selbst sagt aber, letztendlich sitzen beide Bauteile auf der gleichen Masse. Dazu will ich mal im Video zurückgehen auf die Zeit 16:10, da kann man es ganz gut sehen. Hier ist nun der Zustand, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, wo ich die beiden MOSFETs ausgelötet habe, und es geht eigentlich um diese Flächen. Einmal um diese Fläche und einmal um diese Fläche. Und wie man hier sieht, die sind, also ich zumindest sehe es nicht, dass die miteinander verbunden sind. Das Problem an der ganzen Sache ist, man kennt ja auch den Stromlaufplan nicht. Der wird ja nicht veröffentlicht oder so, sodass man nicht weiß, ob diese beiden wirklich zusammengeführt sind. Ich habe es, glaube ich, auch damals nicht nachgemessen, das weiß ich gar nicht mal. Deswegen habe ich gesagt, um sicher zu gehen, werde ich die auf jeden Fall auf dem Kühlkörper nachher isolieren. Das war also der Grund, dass die isoliert sein müssen, auch vom Gehäuse dann natürlich auch. Die nächste Frage bezog sich auf die Zeit 3117, und da heißt es dann, da habe ich ja eine Freilaufdiode eingebaut und natürlich muss man die reinmachen, aber wozu ist die eigentlich nochmal da? Ich schwenke nochmal kurz aufs Gerät um. Man sieht ja hier für die Lüftersteuerung einmal den Anschluss für die Lüfter. Also hier auf der Seite, auf der anderen Seite auch. Und hier ist diese Freilaufdiode. Und Freilaufdiode ist immer wichtig, wenn man eine induktive Last schalten will. Sei es mit einem MOSFET oder mit einem normalen Transistor.
Da muss diese Freilaufdiode rein, um den Transistor zu schützen, und zwar dann, wenn er ausschaltet, weil die Induktivität versucht, den Strom weiterzutreiben. Und wenn der Transistor ausgeschaltet ist, kann es im schlimmsten Fall sein, dass der Transistor dadurch kaputt geht. Deswegen wird der Strom der Spule sozusagen umgeleitet über diese Freilaufdiode. Also immer, wenn man eine induktive Last hat, sei es ein Relais, ein Motor, ein Hubmagnet oder sonstiges, dann muss auf jeden Fall immer diese Freilaufdiode rein. Die nächste Frage, die hier gestellt worden ist, es war bei der Zeit ungefähr 31:30. Dort sieht man hier den Spannungsregler für den Mikrocontroller und die beiden Kondensatoren und nochmal einen 10-μ-Kondensator, also ein Elko. Und die Frage war jetzt hier im Prinzip, naja, wie sind die dimensioniert und wie bin ich eigentlich da auf die Werte gekommen? Also bei diesen ganzen Bypass-Kondensatoren und so weiter, gerade beim Spannungsregler gibt es Hinweise im Datenblatt. Und also gerade die Eingangskondensatoren, 10 μ, 100 μ, was auch immer, dann diese direkt am Regler positionierten Kondensatoren, 100 Nano, 10 Nano, was immer das auch ist, das steht in der Regel im Datenblatt. Das gilt genauso für solchen Regler als auch andere Dinge. Bei ICs, die ja auch Bypass-Kondensatoren haben sollten, hat sich so ein Wert von 100 Nano einfach aus der Erfahrung ergeben im Laufe der Zeit, also nicht von mir, sondern generell, um einfach dort nochmal direkt hochfrequente Sachen ein bisschen zu unterdrücken. Und das ist eigentlich immer notwendig, beziehungsweise man sollte es eigentlich machen, um einfach irgendwelche Probleme vielleicht wirklich von vornherein auszuschließen. Deswegen habe ich dort ein 10 μ, glaube ich, ist das hier, eingebaut und direkt an dem Regler dann eben jeweils 100 Nano. Dort ist also auch keine Berechnung jetzt erfolgt. Passend dazu war noch eine Frage für die Zeit bei 41 ungefähr hier. Da habe ich gesagt, das ist ja die Ausgangsspannung, die ich hier messe. Und da sind immer so eine kleinen Spikes. Und da habe ich gesagt, dann irgendwie, da nehme ich nochmal irgendwie ein 100 Nano am Ausgang, wie auch immer. Auch das sind Erfahrungswerte, dass wenn man jetzt so ein Problem hat mit solchen Spikes hier, die ja hoch und runter gehen, dann kann man durchaus mit kleinen Kondensatoren anfangen, um zu gucken, ob dann sozusagen das Signal sich verbessert hat oder nicht. Also hier ist auch keine Berechnungsgrundlage da, es sind einfach Erfahrungswerte, die von vielen im Laufe der Zeit gemacht worden sind. Und ich habe dann einfach gesagt, okay, ich nehme einfach mal einen 100 Nano, pack den da rein, und dann sieht man auch nachher, wenn man das Video weiter schaut, dass die Spikes dann auch ganz gut unterdrückt werden. Die nächste Frage, die da aufkam, war Frage nach den MOSFETs. Ich habe ja hier am Kühlkörper neue MOSFETs eingebaut. Also das sind bedrahtete Bauteile. Ich habe hier diese Leiterplatte dort verwendet mit den Buchsenleisten und dort an das Modul angelötet. Und wie habe ich eigentlich die MOSFETs ausgesucht? Und das ist eigentlich eine der schwierigsten Fragen, die generell aufkommen, wenn man jetzt einen Ersatztyp braucht. Und da will ich einfach mal in das Datenblatt von dem Original-MOSFET reingehen. Hier sieht man nun das Datenblatt von diesem AOD2810. Das erste, was natürlich wichtig ist, den Typ, also es ist ein N-Kanal-P-Kanal, hier in dem Fall ist es ein N-Kanal-MOSFET 80 Volt, das ist schon mal eine wichtige Information. Und für mich, oder ja, wo ich drauf geguckt habe, ist zum einen der RDS-ON und die Schaltzeiten. Also ich habe geguckt natürlich nach den 80 Volt, 46 Ampere. Das ist hier für den Fall, den ich jetzt habe, ein bisschen überdimensioniert. Das heißt, es würde auch ein MOSFET gehen, wo die Spannung und auch die Ströme ein bisschen geringer sind. Allerdings habe ich dann darauf geachtet, dass der RDS-ON wirklich gering ist. Also er beträgt hier ungefähr 8,5 Milliohm, hier bei VGS 10 Volt. Und ich bin nach den Schaltzeiten gegangen. Wenn man jetzt hier mal runter geht, dann kommen ja hier bestimmte Parameter. Und da bin ich mal hier reingegangen. Also ich bin natürlich hier bei RDS-ON reingegangen. Hier habe dort geguckt, was oben ja auch schon stand, und bin nach den Turn-On-Delay-Time und Turn-Off-Delay-Time gegangen. Das Problem bei der ganzen Geschichte war dann, ich habe so schnell keinen Typ gefunden, der da so in etwa passte. Also es waren immer irgendwelche Sachen, die nicht stimmten, sei es nur die Einschaltzeit, Ausschaltzeit oder die Spannung bzw. der RDS-On.
sodass ich dann irgendwann einfach nur in den Laden gegangen bin und habe so einen wirklich, also noch nicht mal ähnlichen Typ gekauft, diesen IAL 3705. Ich weiß, dass der nicht hundertprozentig natürlich passt, sowas gibt es eigentlich auch nicht. Ich musste natürlich irgendwie einen Kompromiss finden, nämlich was kann der neue MOSFET und ist der überhaupt verfügbar? Also es nützt mir überhaupt nichts, wenn ich sage, ich kann den MOSFET, den gibt es einen Alternativtyp zum AOD 2810, den ich aber sonst woher bestellen muss und dann nur noch 100 Stückweise, das bringt überhaupt nichts. Deswegen bin ich sozusagen in den Laden gegangen und habe nochmal geguckt, was haben die da eigentlich und bin dann hier auf diesen IAL 3705 gestoßen. Der ist sicherlich nicht so optimal. Also was gut ist, ist natürlich die Spannungsfestigkeit VDSS 55 Volt. Das reicht aus und der RDS-On ist auch ziemlich gering. Auch ID ist relativ groß. Die Einschaltzeiten stimmen nicht ganz, sie sind etwas langsamer hier. Es steht aber trotzdem hier Fast Switching da. Also da muss man wirklich gucken, ob das passen könnte. Und ich hätte den auch getauscht, hätte es überhaupt nicht gepasst. Also hätte hier der Regler angefangen zu schwingen oder was auch immer, dann hätte ich nochmal einen anderen versucht. Hier hatte ich jetzt nun den gefunden, weil er einfach da war und verfügbar war und weil er ja einigermaßen jetzt passte. Wichtig bei der ganzen Geschichte war ja auch, dass ich einen bedrahteten Typ bekomme, keinen SMD-Typ, weil ich das ja auf diese extra Platine gelötet habe, das Bauteil hier. Und ja, da muss man also wirklich einen Kompromiss finden. Neben dieser Mail gab es ja auch noch etliche User-Kommentare, was ich auch natürlich sehr gut finde, um zu gucken, was da so gefragt oder kritisiert wird. Die eine Sache war natürlich die, ich habe ja hier einen Mikrocontroller drin, der mir die Lüfter je nach Temperatur in zwei Stufen schaltet. Da kamen gleich als erstes Ideen, na, warum habe ich denn nicht PWM genommen? Ja, ist richtig, ich hätte PWM nehmen können. Irgendwie, weiß ich nicht, habe ich das einfach so gemacht. Aber ich habe auch gemerkt im Laufe des Betriebs, dass ich auf PWM umstellen werde. Also ich habe es noch nicht umgeschrieben, das Programm. Denn es ist so, es ist teilweise nervig, wenn jetzt das Gerät angeht, sich der Kühlkörper ein bisschen erwärmt, dass dann sofort der Lüfter angeht. Also es wäre dann wirklich besser, dass der langsam angeht und dann bei einer etwas höheren Temperatur immer schneller. Also das ist ein bisschen nervig, dass der dann angeht und dann, wenn der noch wärmer wird, wenn man jetzt also damit arbeitet und dort Strom entnommen wird, dass er noch eine höhere Stufe sozusagen fährt. Das ist ein bisschen nervig, das stimmt auf jeden Fall. Ich werde also das Programm hier nochmal umschreiben, dass es sozusagen ein PWM-Signal erzeugt wird in Abhängigkeit der Temperatur. Der nächste Kritikpunkt, den ich auch total einsehe und auch sicherlich noch ändern werde, bin dazu bis jetzt noch nicht gekommen, ist natürlich hier das mit dem Kabelbinder. Das ist natürlich suboptimal. Da war dann auch die Sache, da auf jeden Fall Kunststoffschrauben nehmen, Abstandshalter hier, die Platine dann festmachen, ganz klar. So ist es natürlich ein bisschen lose. Werde ich auf jeden Fall auch noch ändern. Und was ich auch noch ändern werde, das war auch ein Kritikpunkt, natürlich hier den Temperatursensor. Man sieht, ich habe den immer hier noch so angebappt mit Klebestreifen. Er hält auch noch, erstaunlicherweise. Den dort zu fixieren mit dem Kleber, mit dem temperaturbeständigen Kleber, dass dort das fest dran ist. Ja, und das soll es eigentlich dann auch schon wieder gewesen sein. Wenn es weitere Fragen gibt, einfach mailen bzw. in die Kommentare schreiben. Und ich werde dann versuchen, natürlich die Sachen auch zu beantworten, sofern mir dann die Zeit dafür natürlich dann auch gegeben ist. Ja, das war's und ich wünsche weiterhin viel Spaß und tschüss.